Entsprechend war ich sehr neugierig zu sehen, ob sich ein Upgrade auf den HPE-Radiator lohnen würde. Ja, denn ich denke, das ist die Frage, die sich viele von euch stellen. Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und in dem heutigen Video wollen wir uns mit den brandneuen AlphaCool Nexus HPE Radiatoren beschäftigen. Davon habe ich insgesamt zwei Stück hier, ja, von den neuen habe ich zwei Stück hier und jeder, der den Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich selber in all meinen wassergekühlten Systemen den AlphaCool Nexus XT45 verwendet habe. Erst letztens in meinem eigenen Projekt Dark Colossus. Also ich bin wirklich von Grund auf ein enormer Fan von diesem Produkt gewesen. In der V1, ja, seit jeher meine Empfehlung gewesen. Wenn es um Radiatoren ging, egal welcher Größe, ist der AlphaCool Nexus einfach unangefochten gewesen. Vollkupfer in Deutschland entwickelt und einfach nur Top-Leistung, ja, und die Preise, die gingen voll fit, ja, und entsprechend war ich enorm hyped, als ich gesehen hatte, dass AlphaCool den Nexus XT45 Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, müsste das gewesen sein, in die V2 gebracht hat, also diesen Radiator sozusagen einfach in dein neues Gehäuse gesteckt, ja, und eben etwas zeitgemäßer aussehen lassen, ja, denn die Nexus-Reihe, die gab es eben schon relativ lange, altbewährt, ja, und dann war die V2 draußen, ich habe sie mir angeschaut und so, hey, okay. AlphaCool sagt selbst, es war eher ein kosmetisches Update und entsprechend, ja, habe ich das Teil hier in meinem System drin gelassen. Jetzt aber, ja, ist Folgendes passiert. AlphaCool hat die HPE-Serie rausgebracht. Ja, eine vollkommen neu aufgelegte Serie an Radiatoren und zwar Hochleistungsradiatoren, die nochmal bessere Leistung mit sich bringen sollen, als die normale Nexus-Reihe eh schon getan hat. So, und da war ich sehr neugierig, vor allem hat AlphaCool jetzt auch ein paar neue Größen rausgebracht, beziehungsweise Ausführungen, denn ja, das hier oben ist der XT45, so wie wir ihn kennen, 4,5 cm dick und entsprechend ein richtiger Brecher mit 360 mm. Das hier hingegen ist ein Low-Profile-Radiator mit gerade mal 20 mm, ja, also 2 cm Dicke, den schauen wir uns auch natürlich genauso wie den anderen in der Nahaufnahme an, aber hier seht ihr, wie der Größenunterschied ist, ja. Also der hier ist mehr als doppelt so dick. Ja, und entsprechend war ich eben sehr, sehr neugierig, was die Nexus HPE-Serie so drauf hat. Gerade im Vergleich zu der altbewährten V1. Ja, gehen wir einfach mal ein bisschen auf die technischen Merkmale der HPE-Generation ein. Ja, und zwar haben die sogenannten Hochleistungsradiatoren von AlphaCool entsprechend einen höheren Wasserdurchsatz. Wie ist das möglich? Ganz einfach. Ein Radiator ist eben durch sogenannte Wasserkanäle durchlaufen, ja, da fließt das eigentliche Liquid durch und zwischen diesen Kanälen sind sogenannte Kupferlamellen, ja, also diese Kupferbleche, die die eigentliche Hitze leiten und an die Luft, an die Umgebung abgeben, ja, und wenn die Lüfter dann durchpusten, dann werden diese Kupferlamellen entsprechend gekühlt und im Umkehrschluss, ja, das Wasser, das die ganze Zeit lang die Hitze abgibt, ja, kommt kühler zurück an die Hardware, ja, und so wird euer System gekühlt, indem es eben die Abwärme von A nach B transportiert. Mehr Wasserkanäle bedeutet, ja, der Austausch von Kühlflüssigkeit und Oberfläche ist natürlich höher, schneller und somit kann schneller die Wärme abtransportiert werden. Jetzt würde es natürlich nicht reichen, den Wasserdurchsatz immer weiter zu erhöhen, weil wenn nicht genug Oberfläche vorhanden ist, an denen die Hitze auch abgegeben werden kann, ja, dann bringt das Ganze nichts. Und nichtsdestotrotz hat AlphaCool es eben geschafft, auch mehr Kupferlamellen in einem gestauchteren Gesamtaufbau unterzubringen. Dieses führt zu 20% effizienterer Wärmeübertragung. Die Außenmaße übrigens, ja, und der gesamte Kernaufbau in dem Sinne bleibt gleich. Der primäre Unterschied, dadurch, dass wir eben mehr Wasserkanäle haben, ja, wird der Finnenabstand komprimiert. Ja, das heißt, wir haben einen etwas dichteren Gesamtaufbau, werden wir uns gleich auch in der Nahaufnahme anschauen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass entsprechend sowohl der XT45 in der V1 als auch in der V2 damals einen Finnenabstand, sogenannte FPI, ja, steht für Fins per Inch. Ja, und zwar hatten bis jetzt die AlphaCool Nexus
12 FPI. Mit der HPE-Generation sind es 16 FPI geworden. Ja, und rein technisch gesehen, durch diesen komprimierten Aufbau ist es eben möglich, die Oberfläche zu erhöhen. So. Das heißt aber auch, ja, dass diese Radiatoren, das ist allseits bekannt, ja, umso dichter der Finnenabstand ist, umso höher ist entsprechend auch der Luftwiderstand und dementsprechend skalieren diese Radiatoren besser mit höherer Umdrehungszahl. So. Das Problem für mich war an der Stelle, okay, das heißt, wenn ich jetzt besonders luftstarke Lüfter verwende, die vielleicht mit einer besonders hohen Umdrehungszahl arbeiten, werde ich den größtmöglichen Unterschied von diesen neuen Radiatoren sehen. Ja, aber als Enthusiast, der in eine Wasserkühlung investiert hat, da werde ich jetzt nicht meine Lüfter besonders hoch drehen lassen, sondern ich will sie eben möglichst niedrig laufen lassen. Und dementsprechend werde ich auch so meinen Test aufbauen. Ich habe hier insgesamt 3 AlphaCool Aurora Lüfter, 120 mm, und zwar die brandneuen Rise Lüfter, sehen sehr, sehr schick aus. Und mit RGB natürlich alles an Bling Bling da, was ihr so haben wollt in eurem System. Hinzu kommt aber auch, dass die Teile einen enorm guten Luftdurchsatz haben und können von 0 bis 2500 RPM hochziehen. Ich habe aber versucht, die goldene Mitte zu finden und gehe jetzt nicht all in und ziehe die Lüfter auf 2500 RPM hoch. Nein, ich habe das Ganze schön fest bei 1000 RPM laufen lassen. Das ist enorm leise und habe versucht, entsprechend in meiner Testreihe alle 3 Radiatoren mit möglichst identischen Bedingungen in einem Gehäuse zu testen. Und zwar ist es das hier, was hier auf meinem Schreibtisch steht, das Gecko V in der Revision 2. Dazu gibt es demnächst auch mal ein Video. Ich werde es euch jetzt an der Stelle so nicht zeigen, aber in dem System habe ich schon in der V1 den AlphaCool Nexus XT45 drin gehabt. Und entsprechend war ich sehr neugierig zu sehen, ob sich ein Upgrade auf den HPE-Radiator lohnen würde. Ja, denn ich denke, das ist die Frage, die sich viele von euch stellen. So, Freunde, fangen wir mit dem XT45 in der V1 an. So kommt das Ganze verpackt. Ja, Schrauben, das ist jetzt erstmal irrelevant. Was wir uns anschauen wollen, ist den Radiator. Ich habe das Ganze, ja, nachdem ich ihn jetzt mehrere Jahre im Einsatz hatte, einmal ein bisschen gereinigt und ja, wieder ein bisschen aufbereitet. So schaut das Ganze aus. Wir sehen eben richtig schön die Kupferlamellen. Ja, das sind diese Dinger hier. Und dazwischen die Kanäle, wo die Kühlflüssigkeit durchfließt. Ja, das sind diese Streben in der Mitte. Und genau so funktioniert das. Ja. Wir haben eben hier diese Kanäle, die sind so verbunden und entsprechend kommt von hier das Liquid rein. Ja, die Kühlflüssigkeit tritt hier in den Radiator ein und durchläuft das gesamte System. Ja, und tritt dann entsprechend hier oben wieder aus. Und auf diesem Weg gibt eben die Kühlflüssigkeit die gesamte Zeit lang Abwärme an diese Kupferlamellen ab. Die bekommen frische Luft, ja, und pusten die heiße Luft von diesem Radiator weg. Und so ist das gesamte Kühlprinzip dahinter. Ja, was ich ganz schön fand an den Nexus-Radiatoren, war die Tatsache, dass wir hier eben 2 Ein- und Auslässe hatten, die für die Fittinge sind. Ja, und dann hatten wir für möglichst viel Flexibilität noch zusätzlich hier 2 Ein- und Auslässe, die konnte man entsprechend aufmachen und entscheiden, auf welcher Seite wo eure Fittinge sitzen sollen. Ja, und noch viel besser, ja, noch viel besser, was natürlich sehr viel Flexibilität bietet. Wir haben selbst hier oben noch solche 1/4 Zoll Gewinde für Fittinge gehabt. Aber wofür sich das auch wunderbar eignet, ja, ist, um die Luft aus dem System rauszulassen. Ja, das ist super praktisch gewesen. Dadurch waren sie eben hier oben etwas klobiger, aber das habe ich immer an den Nexus-Radiatoren enorm gefeiert. Und ja, was haben sie noch? Hier unten eine Auslassöffnung. Ja, das heißt, wir konnten hier wirklich das Wasser, das Liquid aus dem Radiator hier auslaufen lassen oder eben befüllen, je nachdem, wie ihr es in eurem System verbaut habt. Das ist soweit der Nexus in der V1. Ja, und jetzt hier, damit ihr es alle bezeugen könnt, wir haben eine Waage. Ja, und ich stelle jetzt hier einfach mal den Nexus drauf. Mal gucken. So, 1,77 Gramm. Kann das hinkommen?
Das ist ja natürlich ein bisschen weniger als das, was wir eigentlich angegeben hatten. Ja, Tatsache. Also die V1 wiegt gar nicht 1,51 Gramm, so wie ich eigentlich gedacht hatte, sondern hier, okay, mit dem einen etwa 1,175 Kilo, 1175 Gramm. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer der HPE-Radiator sein wird, weil eigentlich dachte ich, dass die Dinger gleich viel wiegen. Dem ist aber offensichtlich nicht so. Okay. So, dann kommen wir auch schon zu dem XT45 der HPE-Generation. Schauen wir uns das einmal an. So. So, und abgesehen davon, ja, dass wir hier eben ein ganz anderes Kammernsystem haben, also das sieht halt ja, einfach ein bisschen eleganter aus, wie ich finde. Können wir uns das mal anschauen. Verpackungsinhalt und Aufbau und alles ist ziemlich identisch. Also wir haben dieselben Schrauben mit dem Lieferumfang. Und ja, bei der V1 stand hier entsprechend noch nur AlphaCool. Die HPEs sind entsprechend gekennzeichnet. Und ja, schauen wir uns mal hier den Aufbau an. Wir sehen hier dieses Kammernsystem, das sah eben hier doch noch ein bisschen altertümlicher aus. Ging ein bisschen weiter nach oben, das heißt, hier ist es wirklich schön in sich geschlossen und einfach ein bisschen moderner, ja, wie ich finde. Also wir haben nichtsdestotrotz hier auf der Rückseite die Möglichkeit, zwei solcher Stopfen zu haben, was sich hier aber in der neuen Revision eben getan hat, dass die Dinger hier flach anliegen. Ja, die sind sozusagen eingelassen und verschwinden in dem 1/4 Zoll Gewinde. Ja, wenn wir uns das hier bei der V1 anschauen, waren das noch richtige Stopfen, die hier rausgeguckt haben, sah nicht so geil aus und hat dann entsprechend im Systemeinbau zu Komplikationen geführt. Also hier die HPEs haben auf jeden Fall was ja, dazugelernt. Wenn ihr euch das anschaut, dann sieht man hier schon, ja, wenn man die beiden hier wirklich nebeneinander hält, dass die Dinger hier viel gröber aufgefächert sind und die wirklich sehr, sehr fein, sehr, sehr dicht aneinander sitzen. Und dadurch ist einfach viel mehr Oberfläche gegeben. Ja? Viel mehr Oberfläche, einfach weil das Ganze eben so gestaucht ist. Und rein theoretisch ist hier der Luftwiderstand geringer. Ja? Aber dadurch lässt sich hier in diesem Radiator mit höherem Luftdurchsatz, wie ich anfangs schon gesagt habe, entsprechend mehr Abwärme nach außen hin abtragen. Soweit zur Theorie und auch hier unten, ja, kann man es sehen, ja, kann man es relativ gut sehen. Der Radiator damals war eben in der V1, in der alten Version, sehr, sehr bauchig, ja, und das ist eben nicht optimal. Ja, gerade wenn wir uns anschauen, wir haben hier nichtsdestotrotz bei dem HPE ein eingelassenes 1/4 Zoll Gewinde, einen Stopfen, der wieder hier Low Profile eingelassen ist und das ist natürlich ein Gamechanger. Ja. Hier mega sperrig und einfach nicht mehr zeitgemäß. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Gerade hatten wir nicht die 1,5 Kilo, wie eigentlich erhofft. Ja, mal gucken, ob der HPE hier an der Stelle das Gewicht auf die Waage legt, was er wiegen soll. Ja, ich lege das Ganze hier jetzt drauf. 1,247. Woher kommen die 1,5 Kilo? Also der ist jetzt auf jeden Fall schwerer, gut 100 Gramm schwerer als der Nexus in der V1. Ja, das sind immer noch fast 300 Gramm weniger als angegeben. Ja, also da ist irgendwie in der Herstellerangabe was falsch gelaufen. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Aber naja. Naja, auf jeden Fall eine Erkenntnis. Der HPE ist an der Stelle ein bisschen schwerer. Ja, also hier ist tatsächlich mehr Material zum Einsatz gekommen, mehr Kupfer. Und so wie ich anfangs schon gesagt habe, wenn wir hier in den hohen RPM-Bereich gehen würden, ja, dann dürfte der HPE die bessere Leistung erzielen gegenüber der V1, einfach wegen diesem dichteren Gesamtaufbau. Und jetzt schauen wir uns noch einmal ganz kurz den ST20 an. Ja, das ist der ST20. Ja, jedoch ist hier beim ST20 eine Kleinigkeit anders, und zwar nicht das Finstack. Ja, die sind tatsächlich beide
identisch aufgebaut. Ja, von den Finnen, von der Finnendichte sind beide ultra komprimiert. Ja, was auch der Grund sein dürfte, wieso dieser Radiator hier so gut abgeschnitten hat. Weil er sehr, sehr dünn ist. Das heißt, trotz dieser Dichte an Finnen, ja, trotz diesem Luftwiderstand, ist natürlich 2 cm ja, nicht so anspruchsvoll für die Lüfter wie 4,5 cm. Weil die Luft dort raus zu pusten, geht hier deutlich einfacher. Das heißt, rein technisch gesehen lassen sich bei selber Umdrehung, ja, diese Menge an Kupferlamellen schneller runterkühlen als bei dem anderen. Und das lässt natürlich meine Schlussfolgerung so weit aufgehen, dass dieser hier so gut abgeschnitten hat, weil er eben so dünn ist. Hätte ich jetzt hier zum Beispiel eine höhere Abwärme gehabt, also eine höhere Leistungsaufnahme, vielleicht eine GPU mit im Kreislauf, dann wäre dieser Radiator schlichtweg einfach überfordert gewesen, weil er nicht so viel thermische Masse hat und die anderen hätten dann besser abschneiden können. Aber dadurch, dass 360 mm ja, für eine CPU mehr als ausreichend sind, kommt eben dieses Ergebnis zustande. Ja, wir haben hier dasselbe Kammernsystem, sieht sehr, sehr schick aus. Und ja, die Anschlüsse, dadurch, dass der eben so dünn ist, ja, fehlen hier auf der Rückseite. Auch hier oben einfach komplett in sich geschlossen. Und bei der 2 cm Ausführung haben wir hier unten ebenfalls keinen Stopfen. Das Ding ist eben darauf ausgelegt, möglichst kompakt für einen Low-Profile-Einsatz im Small-Form-Factor ja, eben eine sehr, sehr interessante Lösung zu bieten. Hochwertig auf jeden Fall und ja, wie wir in den Tests gleich sehen werden, auch definitiv leistungsstark. Ja, und für alle, die es interessiert, das sind die Aurora Rise Lüfter, 120 mm, soweit entsprechend für die Radiatoren von AlphaCool optimiert worden. Ja, alles, was man hier von einem Lüfter haben will, entsprechend PWM-Steuerung, als auch 3-Pin JST-Anschluss für die RGB-Steuerung. Dafür hat AlphaCool einen eigenen Controller. Und ja, Lüfterumdrehung ist von 0 bis 2500 RPM. Maximaler Airflow liegt bei 119,8 Kubikmeter pro Stunde und der statische Druck bei 3,17 mm H2O. Lautstärke hier mit 31,5 Dezibel angegeben und ein Sleeve Bearing ist soweit verbaut. Ja, jetzt aber erstmal zum Aussehen der Lüfter. Ja. So, so sehen die Dinge aus. Ich finde ein sehr hübsches Design. Ja, hier eben ein bisschen eingeschnittene Luftblätter, die an den Außenrändern ein bisschen hochgehen, also eben bestmöglichen Airflow bieten sollen. Wir haben Gummipuffer auf beiden Seiten und ja, einen beleuchteten Ring in der Mitte und auch hier eben von dem zentralen Spine sozusagen nach außen hin in die Luftblätter verteilt sich die Beleuchtung schön. Ja, einfach ein schöner Lüfter von AlphaCool für deren Radiatoren, kostet nicht so viel, was will man mehr? Aber genau da bin ich dann neugierig, wenn wir hier drei 360 mm Radiatoren haben, wie die unterschiedlichen Dicken dieser Radiatoren abschneiden. Wie teste ich das Ganze? Ganz einfach, wir haben hier einen Ryzen 5800X. Diese CPU entsprechend angegeben von AMD mit 105 Watt TDP, genehmigt sich hier aber unter Volllast auch gut und gerne mal 140 Watt. Und für unseren Test genau die richtige CPU, um zu schauen, was diese 360 mm Radiatoren so drauf haben. Wir werden alle drei Radiatoren erst einmal befüllen, dann entsprechend die Luft aus der Waterloop rausbekommen. Und was die Loop angeht, es ist eine sehr, sehr einfache Loop.
die wir mit den Fittingen und Schläuchen von AlphaCool verbauen werden. Ja, und zwar sind das deren industrielle TPV-Fittinge aus Messing gefertigt und genauso auch das TPV-Tubing. Ja, es ist ein Soft-Tubing, enorm nutzerfreundlich, lässt sich nicht verbiegen. Ich habe diese Schläuche schon seit gut 2 Jahren im Einsatz. Ja, und die Teile sehen immer aus wie nach dem ersten Tag. Also für eine Waterloop, die besonders wartungsfreundlich ist, die ihr vielleicht alle 2 Jahre mal ein bisschen mit frischem Wasser versorgt, ist genau das ein richtig tolles Setup. Und genau da, ja, wenn es um Wartung geht, verwende ich auch ganz gerne das eigene Liquid von AlphaCool, und zwar Tech Protect, jetzt inzwischen in der 2. Version in Clear. Und auch das habe ich seit gut einem Jahr im Einsatz und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Liquid, schon in mehreren Systemen zum Einsatz gebracht. Angetrieben wird das Ganze von einer DDC-Pumpe mit einer festen Umdrehungszahl von etwa 2300 RPM. Wie bereits gesagt, die Lüfter auf 1000 RPM fix. Was auch noch nennenswert ist, dass in die beiden 4,5 cm Radiatoren etwa 400 ml Flüssigkeit reingepasst haben. In den 2 cm Radiator waren es unter 200 ml, also so um die 190 müssten es gewesen sein. Also auch da ist der nächste Aspekt, ja, das Füllvolumen. Wie viel Kühlflüssigkeit passt in euer System? Weil auch das, ja, kann bis zu einem gewissen Punkt eben passiv bzw. Erst einmal die Hitze speichern. Und bis sich das gesamte Wasser in einem System aufgewärmt hat, dauert es immer ein bisschen, und umso mehr Kühlflüssigkeit vorhanden ist, ja, umso länger dauert das Ganze, ja, bis wir so ein Equilibrium erreichen, also so eine Schleife, in der sich das Ganze einpegelt. So, und genau deswegen habe ich das System erstmal 30 Minuten im Idle stehen lassen, damit wir genau in diesen Schleifpunkt kommen, wo die Temperatur nicht mehr steigt, weil das System sich ausgepegelt hat. Die Raumtemperatur in meiner gesamten Testreihe war konsistent bei 23 Grad Celsius. Da habe ich penibel drauf geachtet, weil ansonsten wären die Vergleiche ungerecht. So, und in diesem ausgepegelten Zustand hat der XT45 entsprechend 33 Grad Celsius im Durchschnitt gehabt, einen maximalen Spike von 66 Grad Celsius, und der HPE45, ja, 33 Grad Celsius und ein kleiner Spike von 66 Grad Celsius. Also exakt dieselben Werte. Das hat mich wirklich gewundert, überrascht. Man muss aber auch sagen, ein 360 mm Radiator für eine CPU ist natürlich, ja, schon gut bemessen, sag ich mal. Ne? Wir haben zwar Hochsommer und es ist enorm heiß, aber sagen wir es so, ich habe an manchen 360 mm Radiatoren sowohl GPU als auch CPU in einer Loop dran angeschlossen gehabt. Und hier einen einzigen Radiator der CPU zu widmen, ja, da war ich erstmal baff. Ja, okay, die V1, tja, immer noch die Nummer 1. Ja, der HPE 45 kann hier dem Ganzen natürlich aufschließen, ist natürlich ein Top-Ergebnis. Das Teil sieht besser aus, ist aktueller. Wie sieht es aber mit dem 2 cm Low-Profile-Radiator aus? Der ST20 HPE schneidet hier im Idle 2 Grad Celsius höher, 35 Grad Celsius, mit einem Spike von 74 Grad Celsius. Dieser Spike bei selber TDP, das sind 8 Grad Celsius höher im Idle. Ja, und nach diesen 30 Minuten habe ich direkt 30 weitere Minuten Prime 95 mit Small FFTs hinterhergeballert. Small FFTs sind soweit für Temperaturergebnisse, also thermische Messungen, in meinen Augen am besten geeignet, weil entsprechend eine enorm hohe Leistungsaufnahme aus dem System rausgekitzelt wird, und diese lag auch bei über 140 Watt. Auch hier 30 Minuten Laufzeit, und wo sind wir gelandet? Ja, der alte XT45 landet hier bei 76 Grad Celsius und der neue HPE 45, ja, damit habe ich nicht gerechnet. 76 Grad Celsius, ja. Wir haben jetzt insgesamt eine Stunde Dauer. Ja, 30 Minuten Idle, 30 Minuten Prime 95, und wir landen sowohl im Idle als auch unter Last bei derselben Temperatur. Das spricht natürlich für AlphaCools Nexus XT45, aber der XT45 HPE schneidet hier gleich ab. Das ist natürlich nicht schlecht, weil gleich ist hier an der Stelle immer noch der beste Radiatorstandard und das konkurrenzlos. Aber ich hätte zumindest mit 1-2 Grad vielleicht gerechnet für alle Besitzer des XT45. Ja, es lohnt sich an der Stelle in meinen Augen noch immer nicht, hier unbedingt aufzurüsten, aber das Teil ist eben schon ein bisschen in die Jahre gekommen und vielleicht wollt ihr einfach das neue Design. Ich finde die HPEs auf jeden Fall richtig schick
Und jetzt zum ST20. Ja, da habt ihr wahrscheinlich drauf gewartet. HPE macht hier auf jeden Fall dem Namen alle Ehre. Vorher im Idle eben einen leichter Unterschied in der Lastspitze zu sehen. Aber ansonsten, ja, 1-2 Grad. Die 2 Grad, die sehen wir wieder. Ja, wir sind hier bei maximal 78 Grad Celsius gelandet nach 30 Minuten. Und das ist für so einen kleinen Radiator auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Und genau der Punkt, wo ich eben gerade drauf zu sprechen gekommen bin. Für eine CPU, ja, reicht so eine Radiatordicke. Ja, und wenn ihr dann mehr Kühlleistung habt, sagen wir 4,5 cm, dann ist das Ganze natürlich nett, aber nicht immer notwendig. Ja, also Prime 95 Small FFTs ist kein Alltagsszenario und entsprechend sind diese Temperaturen schon relativ hoch, aber komplett im Rahmen. Ja, und dementsprechend, ja, für den Hochsommer, das muss man auch sagen, es ist echt enorm heiß. Wir sind bei 23 Grad Celsius Raumtemperatur und bei dem letzten Test, ja, sind diese 2 Grad Celsius Unterschied vielleicht auch einfach nur eine Abweichung in der Raumtemperatur. Weil wir haben diese Testreihe extra früh morgens um 6 Uhr gestartet, sind aber bis zur Mittagszeit leider nicht drumherum gekommen und entsprechend ist die Raumtemperatur bei dem Test mit dem ST20 HPE entsprechend um 1 Grad gestiegen. Wir waren bei 24 Grad Celsius. Ja, und vielleicht lag dieser Temperaturunterschied tatsächlich nicht an der Dicke des Radiators, sondern an der Raumtemperatur. Und das macht eben solche Radiatortests so schwierig, sie zu vereinheitlichen und alle Gegebenheiten eben aufeinander abzustimmen. Ich habe mich bemüht, möglichst akkurat für euch zu arbeiten und bin mit den Ergebnissen soweit sehr zufrieden. Ich kann die HPE-Radiatoren ohne weiteres empfehlen und bin auf jeden Fall überrascht gewesen von der Leistung der Low-Profile-Radiatoren. Dieser ST20 kann auf jeden Fall mit Bravour hier mit 360 mm auch ohne weiteres den Ryzen 5800X kühlen. Gar kein Thema. Ja, und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Bedanke mich hier an der Stelle bei AlphaCool, die mir die Radiatoren soweit zur Verfügung gestellt haben und den Test heute ermöglicht haben. Und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.